Heute geht es um das Thema klimaneutrale Schulen und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die uns Frau Schachtschneider und Frau Nehmes beantworten wird. Wie wird man eine klimaneutrale Schule? Klimaneutrale Schule wird man, indem man erstmal die Daten erfasst, die der Ist-Zustand sind. Das heißt, man guckt, wie viel CO2 verbrauchen wir durch Anfahrtswege, durch Klassenfahrten, durch unser Schulessen, durch unseren Stromverbrauch und durch unseren Gasverbrauch. Und wenn wir es schaffen, diese Daten zu erheben und nach einem Jahr nochmal zu erheben und zu reduzieren, dann kann man sich darauf bewerben, klimaneutrale Schule zu werden. Wie wirkt es sich auf den Unterricht aus? Ja. Also im Unterricht selber ist das gar nicht so ein Thema. Einige Lehrer haben das mit ihren Klassen zusammen gemacht, dass wir die Daten zusammen im Unterricht erfasst haben. Das haben die 8. Klassen zusammen, zum Beispiel im Erdkundeunterricht gemacht. Da passte das ganz gut. Es soll aber gar nicht im Unterricht jetzt so bearbeitet werden, sondern wir haben extra 2 Projekttage jetzt am Ende des Schuljahres, weil wir dann mit allen Schülern der Schule uns zusammen mit dem Thema beschäftigen wollen. Gar nicht so in Klassen, sondern auch so in gemischten Gruppen, ne, dass man auch mal mit anderen zusammenarbeiten kann, auch mit anderen Jahrgängen. Sie erheben gerade Daten. Was passiert mit den Daten? Wie schon gesagt, wir müssen diese Daten jetzt erstmal erheben, um zu wissen, wo steht unsere Schule eigentlich. Wir haben ja zum Beispiel schon einen ziemlich guten Stromverbrauch. Also es gibt so eine Ampel mit CO2-Ausstoß, die kann grün, gelb oder rot sein. Und im Stromverbrauch ist unsere Schule tatsächlich schon im grünen Bereich. Das heißt, da müssen wir gar nicht mehr so viel tun. Bei unserer Heizung zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Da haben wir die Ampel auf rot. Das bedeutet, da müssten wir gucken, ob wir vielleicht den CO2-Ausstoß reduzieren können oder bei den Anfahrtswegen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Daten erheben, um zu wissen, wo steht unsere Schule und wo können wir etwas an CO2 einsparen. Ist es unökologisch, dass wir auf Papier schreiben und nicht auf Tablets? Da habe ich gerade gedacht, das ist eigentlich das beste Beispiel, wie sich das auf den Unterricht auswirkt. Ne? Weil das ist auch eine tolle Frage. Da hat sich ein Schüler aus meiner Klasse damit beschäftigt, der selber schon gerne das Tablet benutzt. Und der hat mir auch schon mal vorgerechnet, dass man viel CO2 sparen könnte, wenn man eben nicht auf Papier schreibt, sondern das auf dem Tablet schreibt. Ist ja auch logisch. Man muss aber bedenken, dass Tablets ja auch erstmal produziert werden müssen. Und die verbrauchen auch Strom. Und allein das Produzieren verursacht auch wieder CO2. Ne? Da muss man also wirklich so eine genaue Rechnung aufmachen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man auch in diesen Projekttagen machen könnte. Ich denke aber, dass es schon ein guter Weg wäre, dass man viel Papier einspart und damit auch viel Energie einsparen kann, wenn man auf Tablets umsteigt. Wie kümmert man sich um die Schüler, denen das Thema aus dem Hals hängt? Das finde ich ist eine wirklich komplizierte Frage, weil ich irgendwie sogar verstehen kann, wenn man sagt, das Thema ist in den letzten Jahren so präsent und es ist irgendwie immer wieder diskutiert. Aber ich glaube, wenn man die Schülerinnen an die Hand nimmt und ihnen wirklich zeigt, das bedeutet CO2-Ausstoß, das macht CO2-Ausstoß mit unserem Klima, mit unserer Umwelt und wir müssen alle auf dieser Welt leben. Noch haben wir den Mars nicht besiedelt, noch haben wir keinen anderen Planeten gefunden, der wie unsere Erde ist. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als auf den Planeten, den wir haben, aufzupassen. Und ich glaube, wenn man Schülerinnen das ganz, ganz deutlich macht, könnte man auch die, die eigentlich schon genervt sind, davon ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich glaube auch, dass es vielen aus dem Hals raushängt, weil eben gerade immer so viel darüber geredet wird in der Politik und geredet und geredet und man weiß, okay, betrifft uns ja alle, aber man kann ja doch nichts machen. So, und bei diesem Punkt, man kann ja doch nichts machen, da wollen wir eben gerne ansetzen und sagen, ja, wir können zwar nicht die gesamte Welt jetzt retten, aber wir können in unserer Schule anfangen. Das ist der Ort, an dem wir arbeiten und zum Großteil auch schon, also wirklich einen großen Teil unseres Lebens verbringen. Und das ist wirklich schon ein großer Bereich in so einer Stadt. Und da wollen wir vor allen Dingen auch eher was machen und nicht nur reden. Fühlen sich Lehrer schuldig, weil sie mit dem Auto zur Schule fahren? Da müssen wir beide ganz ehrlich sagen, dass wir beide nicht zu den Lehrern gehören, die mit dem Auto zur Schule fahren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, für andere zu sprechen. Also manchmal gibt es ja auch für einige auch wenig andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich wohne in Bremen, da habe ich eine gute Zugverbindung. Das ist kein Problem für mich. Wenn man in Oldenburg wohnt, ist die Zugverbindung ziemlich blöd. Da muss man also schon, da hat man einen viel komplizierteren Weg. Und deswegen haben die Oldenburger Lehrer auch so eine Fahrgemeinschaft, ne, wo sie dann wenigstens zu fünft in einem Auto fahren und nicht mit 5 Einzelautos.
Und ich denke, dass ich nicht beantworten kann, ob die sich schuldig fühlen. Ich denke schon, dass man sich irgendwie auch Gedanken macht. Gerade weil wir in diesen Wochen auch das Projekt Stadtradeln haben, das Frau Meier in Gang gesetzt hat, wo das Thema eben ist, ich fahre einfach viel häufiger mit dem Fahrrad und zeigt, dass ich eben auch ja, ohne Auto auskommen kann. Sind alle Lehrer und LehrerInnen damit einverstanden, dass wir klimaneutral werden? Also ich glaube im Großteil schon. Es ist halt natürlich ein Projekt, das groß ist und es ist ein Projekt, das immer wieder Arbeit erfordert und das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich glaube nicht, dass es irgendeine Lehrkraft an unserer Schule gibt, die damit wirklich ein Problem hat oder nicht einverstanden ist, von dem, also den Grundgedanken zu verfolgen. Danke für das Interview. Das war ein Beitrag von Keno Kossmann für Aber Hallo.